und offensiv. Jürgen Goschler kommt etwas zu spät. Kaiserslautern mit den gewohnten Problemen im Angriff. Norman Klein zögert zu lange, dann eine schwache Flanke, typisch für das Spiel der Pfälzer. Bei den FCK-Amateuren machte sich das Fehlen der beiden Leistungsträger Lelle und Heri stark bemerkbar. Außer dem besten Spieler, Libero Jürgen Lutz, ergriff kaum ein Akteur im roten Dress einmal die Initiative. Aber auch er will mit dem Kopf durch die Wand. Die Formatia war zunächst durch Freistöße von Jürgen Schlösser am gefährlichsten. Der Tabellendritte war spielerisch zwar haushoch überlegen, aber die Abwehr des 1. FC Kaiserslautern kämpfte aufopferungsvoll. Die Wormser Sturmspitzen, Spölgen und Schuster waren ganz hervorragend beschattet. Die Rheinhessen knüpfen im spielerischen Bereich an die guten Leistungen aus den Vorbereitungsspielen an. Aber der Abschluss war heute das ganz große Problem. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich die Wormatia in der Kaiserslauterer Hälfte fest. Spölgen mit einer seiner wenigen gelungenen Aktionen. Danach eine etwas unkonventionelle Abwehr der nervösen Lauterer. Kapitän Jürgen Giel ruft seine verängstigten Mitspieler dann nach vorne, aber dennoch ist es der Wormser Glaser, der hier fast ins eigene Tor trifft. Glück für Torwart Knecht, der mit Giels Nachschuss dann aber weniger Probleme hat. 0:0 zur Halbzeit in einem mittelmäßigen Spiel, aber beiden Mannschaften muss man die lange Winterpause vor dieser Partie zugutehalten. Glaser mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit, aber nun spielten die FCK-Amateure plötzlich mit. Libero Jürgen Fischer zieht gegen Norman Klein die Notbremse und kassiert dafür eine Zeitstrafe. Der Freistoß von Jürgen Lutz war dann aber die letzte Torchance der Lauterer. Schlösser ersprühte vor Ideen und bereitete viele Chancen vor, aber die Wormatia entwickelte vor dem Tor einfach zu wenig Gefährlichkeit. Wieder Schlösser bei seiner Spezialität den Freistoß, dieses Mal Pech für ihn. Trainer Strich grübelte, das Ergebnis. Für Spölgen brachte er Marc Schall, aber der versagte vor dem Tor genauso wie Spölgen. Hier gleich zum zweiten Mal, als Mike Englert klären kann. FCK-Trainer Thomas Schmidt hätte am liebsten mitgespielt. Doch dann kamen die Auftritte des Stefan Glaser. Er war früher einmal Jugendnationalspieler beim 1. FC Kaiserslautern. Hier scheitert der Wormser Mittelfeldspieler zum ersten Mal. Nach Vorarbeit von Schlösser, wem sonst, brachte Glaser dann in der 89. Minute dieses Kunststück fertig. Aber innerhalb einer Minute wurde er vom Buhmann zum Matchwinner. Die Partie war schon in der Nachspielzeit, als Stefan Glaser den entscheidenden Treffer zum 0:1 köpfte. Worms gewann hochverdient, auch wenn der Sieg letztendlich glücklich zustande kam. In Kaiserslautern hat nun endgültig der Kampf gegen den Abstieg begonnen.